E39 ohne F-Paket aussieht. So, jetzt brauchen wir das Bein vorne. Erstmal zum Gucken, so, hm? Erstmal ich guck noch nicht, okay? Siehst du diese Wellen? Horst Geldl ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Alter, wie geht's dir? Gut, danke. An dem sonnigen Tag hier, so, geht's einem doch direkt besser. Unser Baby M5, den gibt's ja auch noch. Wir werden heute unser M-Paket einmal einbauen. Ja, ist ja Zubehör-M-Paket. Und gucken, wie es passt. Und dann werden wir entscheiden. Und dann wird's lackiert. Aber Tabe, ich sehe, was habt ihr... Wir haben gar nichts gemacht. Ihr habt gar nichts gemacht, außer ich sehe hier... Ja, Sound ist schön. Sound wird besser. Chai ist immer gut. Ey, Eidosch, hast du auch schon Chai getrunken? Ja. Haben die hier frisch gemacht, voll lecker. Richtig gut, habt ihr echt gut gemacht. Mann, der ist immer lecker. Hast du mit den Fingern umgerührt oder warum ist er so süß? Die Batterie ist leer. Batterie ist leer. Da habe ich sowas. Hypeman 8,5 ist so ein Jumper. Keine Ahnung. Ach so, guck mal. Ready. 100% ist aufgeladen. So. Die Batterie ist auch kaputt. Die Batterie ist kaputt? Die ist nicht kaputt. Das ist nicht die Batterie von dir. Den habe ich rausgenommen, den will ich richtig laden. Wo ist denn meine Batterie? Nein. Ist er geladen? Nein. Wo musst du denn aus? Wollte ich, aber keine Zeit gehabt. Aber wir laden jetzt mal hier. Ist aber gut. Okay, wir lassen den Ausdruck so. Wir lassen den so. Nicht gedacht. Was denn? Also, ist unten verlinkt, das Ding ist echt gut. Geht uns schon. Kannst du mal hier lassen, was wir auch noch. Ja, yeah, check ich dir. Danke, Mann, ich hab keine mehr. Wie lade ich den denn auf? Aber. Oh, Mann! Du hast das am Führerschein gemacht. So, also, müssen wir noch gucken, ob der überhaupt diesen Bremsepush hat, mal gearbeitet hat. Beim Bremsenprüfstand, wenn der raus ist, du weißt ja ganz genau, dass man mit der Antriebsachse nicht reinfährt. Aber Tabe, ja. Was ist das denn für ein Bremsenprüfstand? Hat er keine Bremse oder was? Nee, hat er nicht. Ja, ich habe eine Bremse. Warum hat deiner keine Bremse? Weil er keine einfährt. Kann ich fahren, wie ich will. Nee, du fährst ganz normal zügig da durch. Eidosch, du siehst ja jetzt auch jetzt live, wie gefällt dir der so jetzt mit Farben? Der ist dreckig geworden. Anscheinend haben die den nur draußen gelassen hier. Ey, wir fahren den fast jeden Abend rein. Darum ist er so nass. Ja, wenn das regnet, wir müssen dann trotzdem rausfahren. Und vielleicht hat es stark geregnet. Ja, aber Spaß. Ey, das sieht doch so geil aus. Damit wir ungefähr Vorher-Nachher-Effekt haben. Wir bauen jetzt die vordere und hintere Stoßstange ein. Aber wie findest du das? Was ist deine Meinung? Ich will das Endergebnis sehen. Ich meine, wie ist die Lackierung? Ja, aber es ist doch dreckig. Da kann jetzt nichts zu sagen. Sowas muss bling, bling, ja, bling. Ja, aber hier zu. Allein das hier zu gucken. Hier, guck dir das mal an, ja, wie das schön wir ja das gemacht schön, haben. Das weiß ich. Oder hier, wo wir lackiert haben hier komplett. Ne? Also, wo wir geschweißt haben. Guck mal, wie schön das aussieht. Natürlich, das habe ich aber schon vorher doch gesehen gehabt. Du hast es noch nicht gesehen. Das ist das erste. Wann hast du das denn gesehen? Haben wir das nicht schon gesehen? Nein, du hast es nicht gesehen. Du hast es im Video gesehen, aber ein nicht Video. Live. Das war ich. Guck mal, Kotflügel wurde gemacht. Siehst du ja. Motorhaube wurde komplett lackiert und die komplette Seite. Das sieht doch einfach geil aus. Aber kein Dach und diese eine Tür? Nein, Dach wurde nicht gemacht. Alter, wenn du die Dinger hier vergisst, ne? Das ist echt tot fürs Lack, ne? Ja, Seitenschweller müssen wir auch noch mal dran, ne? Ich sehe schon hier. Weil das nächste, was mich stören wird, ist das hier. Alter. Siehst du das hier? Wie der rostet? Ah ja. Das muss gemacht werden. Arbeit, Arbeit, komm mal! Sofort direkt ab. Den Schweller hier, den müssen wir auch machen, ja? Was hier? Ja, aber. Guck mal, siehst du das hier? Ist das Rost? Hier ist Rost und hier vorne haben wir auch Rost. Ja, das ist nicht Plastik? Nein, das ist Metall. Ja, bitte. Wäre richtig geil, wenn du das Rost einmal entfernst. Wenn du das Gerät heute hier lässt. Das Gerät kannst du haben. So kein Ding, habe ich dir doch geschickt. Aber lade, wie soll ich den laden nachher? Du sitzt dich einfach drauf, Abe. Induktionsladen. Jetzt eine Frage, weißt du, die Türen wollten wir nicht lackieren, aber... Wenn wir jetzt nochmal ein M-Paket einbauen, lackieren wir die Türen auch? Ja, Jonas, das lackieren wir. Du weißt mit dem Rost da unten, ne? Ja, was soll ich machen? Ja, nicht, dass die irgendwann wiederkommen. Ja, dann machen wir das mit.
Wenn das mit lackieren würde, wäre super. Problem. Ich schwöre, das ist schon nur. Hier ist super geworden. Ne? Mhm. Aber da haben wir die ja komplett lackiert. Ja, aber wenn da nichts ist, dann machen wir nichts. Ja. Andere Seite machen wir fertig. Ah, okay. Okay, dann nachher Feierabend machst. Packst du das in die Halle rein? Ja, natürlich, den lass ich auch nicht hier. Okay. Ist das der alte? Das ist der alte. Jetzt bauen wir erstmal den wieder auf Originalzustand. Warum das? Damit wir einen Vorher-Nachher-Effekt haben. So, Aldosch, ja. Lass mal von hier schauen. Also E39 ohne M-Paket aussieht. Das ist auch gut aus. Das ist normal, original. Das ist original. Wobei, man sieht ja, ne, vorne die Stoßstange, die ist ja ein bisschen kaputt vorne. Ja, also ich muss schon sagen, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ne? Aber die Frage ist, wie sieht der mit aus? Genau. Also ich finde, ja, es ist so komplett lackiert. Ohne M, das sieht auch gut aus, ne? Ohne M. Wie ist hinten? Lass mal hinten schauen. Also das ist schwer natürlich, ne? Ja, Auspuff jetzt bitte weg ignorieren. Also Auspuff, der hängt. Ja. Was sagst du denn, Aldosch? Also ich finde es original auch sehr schön. Aber ich will trotzdem den Vergleich sehen. Willst du den Vergleich sehen? Ja. So, dann komm, dann lass uns vorne oder hinten? Wo sollen wir anfangen? Vorne. Da fangen wir vorne an. Ja, umbauen müssen wir den, ne? Das ist das Problem. Hier ist das nicht so, dass wir eine komplette Stoßstange haben und einbauen können. Nee, wir müssen das Innenleben einmal ausbauen. Alles von dem Alten ins Neue? Genau. So, heute sollte auch der Kai dabei sein, aber Kai kannte leider nicht. Da sind Leisten dabei. Ich habe keine PDCs. Genau. Super. Aber hier fehlen die Nebenleuchten, sehe ich schon. Was natürlich bei so einem M-Paket immer ist, ne, die Stellen hier, die verbeulen immer sehr, sehr gerne. Aber der sieht schon mal gut aus. Ne? Nehmen wir jetzt den Originalen wieder. Wir müssen diesen Träger umbauen. Also, der muss sogar raus. Und dieser Träger muss raus, genau. Da braucht man neue. Aber die kriegt man auch problemlos, oder? Ja. Das setzt sich halt gut fest, oder? Irgendwie. Leider ja. Oder wie? Ja, wir machen den Träger rein. Also wir werden den jetzt nicht komplett festmachen können, ne? Ja, weil du die Nieten ja auch nicht hast. So ist es. So, jetzt bauen wir das mal vorne. Erstmal zum Gucken, so, ne? Erstmal ich guck noch nicht, okay? So, was mir sofort auffällt, ist, kann das sein, dass die Stoßstange ein bisschen hier rüber muss? Aldosch? Ach so, guck mal, hier. Ah, jetzt. Ja, der saß nicht richtig. Der saß nicht richtig. Ach, guck mal. Ja. Das hat was. Ja. Ich würde es aber gerne im fertigen Zustand sehen wollen, aber das ist so. Was steht denn? Oder was sagst du? Wir werden jetzt hinten nochmal einbauen und dann schauen wir es komplett an und dann gehen wir auf die Details, okay? Okay. Weil ich habe schon was gesehen, das gefällt mir. Okay. Echt jetzt? Oh, der geht, ist so schön. Echt jetzt? Ja. Du hältst mich so fest. Einen, so. Nee. Falsch finden wir nicht. So, so ist perfekt. Ja, okay, wir lassen das erstmal so, aber ich will jetzt gucken, ob die PDCs passen. Okay. Man hat ein bisschen Probleme, aber die passen. Nee, passen nicht richtig. Nicht jetzt? Ja. Und die müssen ein bisschen bearbeitet werden. So, M-Paket ist drauf. Wir schauen uns das jetzt einmal mit M-Paket an. Wir haben den natürlich nicht komplett zusammengebaut. Und dann gehen wir auf die Details.
Vorher-Nachher-Effekt haben wir. Also keine Frage, wenn wir ein Original-M-Paket haben, sieht das Auto nicht schlecht aus. Jetzt kommen wir aber zu unseren Aber. Wir haben hier Zubehör-M-Paket. Und ja, Leute, KDS ist mein Sponsor. Aber er weiß ganz genau, ich bin ehrlich. Das heißt, ich werde jetzt voll meine Meinung sagen zu diesem M-Paket. Achmed Abel, du auch, bleib sachlich. Ganz wichtig, das Erste, was mich am meisten stört. So, Eidosch, komm. So, das hier ist kein Problem. Ich habe das hier verbreitert. Das wird ja auch hier passen. Ne? Das kann man einstellen, das ist kein Problem. Ihr seht's. Also hier die Abstände passen. Super, also das ist kein Problem. So, das Erste, was mich stört, Eidosch. Siehst du diese Wellen hier? Diese Wellen könnt ihr natürlich ausgleichen mit Styropor. Das heißt, ihr habt hier drunter Styropor oder ihr tut hier Styropor rein, dann drückt ihr das nach oben. Alles schön. Kann man machen. Aber mich stört das. Das ist das Erste. Weil Styropor, es kann sein, dass es nass wird oder vielleicht zusammenzieht. Ich weiß es nicht. Oder sich verändert oder man kommt da drauf. Ich weiß es nicht. Das stört mich schon mal. Als Erstes. Zweites, Eidosch. Das hier, guck dir das an hier. Das stört mich. Da muss der Lackierer viel Arbeit machen, damit er das hier perfekt zumachen kann. Ne, also hier einfach ein Loch reinbohren, das ist nicht schwer. Hier haben die das gut gemacht, aber auch nicht perfekt. So. Und ja. Ich weiß nicht, das stört mich. Ach bitte, Abel. Was sagst du denn zu diesem Loch hier? Wird man da Probleme haben, das zu lackieren? Oder ist das sehr viel Arbeit da? Das ist schon ein bisschen viel Arbeit. Das ist Arbeit, ne? Aber das kriegt man natürlich hin. Natürlich kriegt man das hin. Und das mit den Wellen? Ja, da muss ich sie irgendwo unterfüttern. Ne, Styropor. Man kann hier noch ein bisschen nach vorne. Sag mal so, für ein Zubehörteil passt das eigentlich gut. Ja, das steht zu weit draußen. Das gefällt mir nicht. So, jetzt kommen wir nach vorne. Keine Wellen hier, ne? Das finde ich gut. Hier haben wir keine Wellen. Der passt sehr gut. Da drüben. Die Abstände, also vorne die Stoßstange kann man sich echt geben. Da kann man überlegen, ob man die vordere Stoßstange dran lässt. Nein, also ich will da nicht halb M-Paket oder so. So, hier drüben, Eidosch, passt das auch sehr gut. Das passt auch sehr gut hier. Mhm. Obwohl ich die Stoßstange nicht festgemacht habe. Passt schon. Aber jetzt kommen wir hier hin, Eidosch. Das stört mich hier. Guck dir das mal an. Ich habe da gerade probiert und gemacht und getan. Es geht nicht. Wir kriegen den, ich sag mal, ja, 1 Zentimeter, wenn ich noch ein bisschen drücke, ein bisschen mit Schmackes. Das geht ja richtig ein ganzes. Ja, und das geht nicht. Ein ganzer Stück. Ja. Also ganz ehrlich, also da kann auch kein nichts dafür. Ne? Das sind ja auch nur Teile. Ja, es ist ein Zubehörteil. Und ihr müsst euch ja vorstellen, was kostet so eine Stoßstange? 120 Euro? 110 Euro? Ich weiß es nicht. Da könnt ihr nicht viel verlangen. Ne? Also vorne geht es. Man kann da bestimmt was machen, dass das noch bündig wird. Aber mir persönlich gefällt das nicht. Da finde ich sogar die kaputte Stoßstange besser. Aber was mir nicht gefällt, dass diese Sensoren nicht richtig reinpassen. Das heißt, der Lackierer muss viel mehr Arbeit machen. Im Endeffekt wird es bei mir teurer. Was ist denn deine Meinung? Jonas, du weißt, meine Meinung ist immer original. Original? Ja. Ich finde ja original auch besser. Ja, finde ich auch. Also deswegen wollte ich auch original machen. Also, darf ich auch meine Meinung sagen? Sag natürlich, bitte. Also jeder kann seine Meinung hier äußern. Das heißt, schreibt ruhig in die Kommentare, wenn ihr was habt. So, schön, du brauchst nicht viel zu machen. Fertig. So, guck mal, es gibt eine Option. Also ihr könnt mitentscheiden. Wir nehmen diesen M-Paket, bauen es ein. Oder wir werden es wieder original umrüsten. Das heißt, neue Stoßstange vorne muss sein, ne, Abel? Weil die brauchst du nicht reparieren. Dann neue Stoßstange. Also oder meine Stimme ist für original. Ich verabschiede mich. Okay, danke, Abel. Ne? Gerne. Tschüss. Tschüss. Und oder wir werden Stoßstange vorne auf Facelift umbauen. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr meint. Hilft mir bitte dort. Und ja, die Stoßstange hier, das ist nicht die Stoßstange, die wir brauchen, weil wir haben keine Waschanlage hier. Eidosch. Ah. Wir könnten jetzt, ja, also der Kai hat gesagt, der hat eine andere Stoßstange da. Aber ich weiß nicht. Also das geht jetzt wieder zurück. Hä? Das geht jetzt wieder zurück. Leider. Also ich bin ja auch dafür. Also du wolltest, ich weiß, aber guck mal hier, lass doch mal von hier gucken, Eidosch. Also ich bin für original, mir gefällt das auch nicht.
Ganz ehrlich, nein. Auch nicht von hier, von vorne, rechts, links, nein. Nein. Also ich weiß jetzt nicht, wenn wir Feuer aussah, müsste ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr meint. Also bitte, hilft mir da. Yunus! Boah, noch eine Stimme hier. Ich weiß nicht mehr, ob früher war M-Paket viel, viel besser. Die Leute geben sich keine Mühe. Ich weiß nicht, weil das Auto so alt geworden ist und viele bauen das nicht mehr um wie früher, dass die Qualität halt stark abgenommen hat. Ich weiß es nicht. Also, Yunus, ich brauche deine Meinung. Du hast vorher gesehen, wie er original aussah. Mhm. Wie findest du das? Findest du das Original besser? Original oder? Ist besser, ja. Er hat mich nicht mehr aussprechen lassen. Na guck, jeder hat das gesagt. Ja, ist besser. Okay, danke. Wenn natürlich lackiert ist, ne, dann sieht es auch wieder ganz anders aus. Aber trotzdem, irgendwas passt da nicht mehr. Was ist das? Fake! Das ist gut. Er wird erstmal so bleiben. Und ich bin mal gespannt, was ihr drunter schreibt, wie ihr euch entscheidet. Und mal schauen. Also ich werde ein, zwei Tage nachdenken. Ach, okay. Genau, M-Paket ist erstmal Geschmackssache und zweitens, egal, wenn ihr M-Paket holt oder irgendwas von Zubehör holt, Karosserieteile, ihr müsst es immer anpassen. Das ist so. Also denkt nicht, weil jetzt hier beim M-Paket schlecht ist, dass jetzt alle Zubehörteile schlecht sind. Nein, es gibt auch Zubehörteile, die passen sehr, sehr gut. Und es gibt Zubehörteile, die passen halt nicht sehr, sehr gut. Aber man kann alles passend machen. Das ist alles kein Problem. Sogar das hier könnten wir passend machen. Die Wellen hinten fertig machen, Styropor rein und so weiter. Will ich jetzt gar nicht alles sagen. Nur mich persönlich hat es jetzt nicht so gecatcht. Weil normalerweise, wenn ich ein M-Paket dran mache, ne, sei es bei so einem E46, ich mache ein M-Paket rein mit den Schwellern, ich sage, wow, das sieht geil aus. Sofort dieses Wow-Effekt. Aber hier habe ich dieses Wow-Effekt nicht. Fein. Ja, aber egal, weißt du, was wir aber trotzdem haben? Wir haben einen hammergeilen Sound. Jumper ist unten verlinkt, wenn das einer möchte, kann sich das gerne mal anschauen. Hype Man. Ich bin schön. Top, 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 top. Und ich hoffe mal auf weitere sonnige Tage, würde ich mal sagen. So, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Euer Kfz-Tutzi, bis dann noch rein. Ciao. Eilosch, danke schön.